Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Kartenseherin und Astrologin. Und heute geht es um das Sternzeichen Waage. Der Zeitraum ab heute, der 7. Oktober bis zum 4. November, was kommt da so alles auf euch zu? Ich lege mit den großen Arkana und zuerst die Liebe und Partnerschaft und danach die zweite Legung Beruf und Finanzen. Also Sternzeichen Waage. Was kommt auf euch zu? 7. Oktober bis 4. November, Sternzeichen Waage, Geborene. Ich lege wie immer aus und meine rechte Hand wandert dann auf mein Herz und mit der linken Hand ziehe ich für euch Liebe und Partnerschaft. Was kommt in der Partnerschaft in dem Zeitraum auf euch zu? Was könnt ihr für eine schöne Partnerschaft tun? Ist die Chance für einen neuen Partner da? Seid ihr bereit, Sternzeichen Waage, für einen neuen Partner? Und wie enden die 4 Wochen für euch, Waage? Diese Karte bitte. Also, der Turm. Aha. Mit Justice, Gerechtigkeit. Der Turm ist eigentlich eine tolle Karte, die anzeigt, dass irgendwas ganz Schnelles passiert, was ein sehr großer Umbruch ist. Also eine Entscheidung, die getroffen wird, sei es jetzt über Verhaltensmuster, sei es über Diskussionen, die man führt, sei es über kleine Streitigkeiten, die man hat, und dass das gelöst wird. Und das muss gelöst werden durch einen Paukenschlag. Das ist etwas Festgefahrenes. Die Mauern sind sehr stabil, wie ihr hier seht. Also es ist irgendwas Altes, was da brodelt und was da aufgebrochen gehört mit der Justice, also mit der Gerechtigkeit. Seid fair. Was könnt ihr dafür tun, ist ja die Platzierung für die Karte. Seid gerecht. Nicht nur zum anderen, sondern auch zu euch selber. Das ist anscheinend ein Problem, was schon lange so ein bisschen brodelt, sage ich jetzt mal, was gelöst wird durch Gerechtigkeit. Also durch das Fairbleiben beiden gegenüber. Es muss euch gut gehen und es muss dem anderen gut gehen. Deswegen ist man ja in einer Beziehung, dass man nicht nur einseitig schaut, dass es einem gut geht, sondern dass es für beide in Ordnung ist. Deswegen sprecht ruhig dieses Thema an, aber eben im Hinterkopf mit gerecht bleiben. Yin und Yang, beide, die Waage ist im Gleichgewicht, die Augen gehen in zwei Richtungen, wir haben Sonne und Mond. Es geht nicht alleine eine Beziehung zu führen, sondern es müssen immer beide mitarbeiten. Und es ist Arbeit, so wie es da liegt. Ist die Chance auf einen neuen Partner da? Der Gehängte, realistisch bleiben. Zeigt mir an, ja, man stellt sich das so einfach immer vor, gell? Ich suche mir jetzt mal was Neues. Aber jeder, der schon ein bisschen länger Single ist, der weiß ganz genau, nee, so einfach, wie sich das da darstellt, ist es nicht. Der Realismus fehlt. Da ist was Tolles da, was aber einen oder zwei Negativpunkte oder nicht so optimale Punkte hat. Und ihr müsst entscheiden, wollt ihr das so haben oder wollt ihr das nicht haben. Also seid realistisch mit euren Erwartungen. Erwartungen hat ja das Wort warten im eigentlich mit drin, also was erwartet ihr von dem anderen, was ist ein No-Go und was ist ein Must-Have, wie man so schön sagt. Und seid aber da realistisch. Also wenn ihr einen extrem liebevollen Partner haben wollt, der aber auch gleichzeitig mit 120.000 im Jahr nach Haus kommt, seid da bitte ein bisschen realistisch und schaut euch das auch wirklich genau an, ob das wirklich so passt. Denn hier der Narr zeigt einfach ein bisschen Leichtsinn an, nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr viel Leichtigkeit. Und der zeigt, ihr geht mit euch selber ja gar nicht realistisch um. Ihr seht euch selber besser oder möchtet euch besser darstellen und sehen, als dass es in Wirklichkeit ist. Das heißt, ihr flunkert da auch gerne was zu euch selber. Also was ist in euch selber los, was ihr nicht sehen wollt? Ihr nehmt das alles ein bisschen zu leicht. Wie endet das? Ja, perfekt. Perfekt. Die Liebenden zeigen ja nichts anderes an, wie Entscheidungen treffen. Hier die Entscheidung,
auf das Gerechte, auf die Beziehung retten, wenn man es ganz knallhart sagen möchte, diesen Umbruch zulassen, aber gerecht für beide, heißt nichts anderes wie, ich kann es so jetzt hier in der Legung nicht sagen, bleibt die Beziehung nicht, aber ihr müsst die Entscheidung gerecht für euch selber treffen und für den anderen. Und hier schaut euch doch selber mal an, seid realistisch zu euch selber, ob ihr das so haben wollt oder nicht. Ich rede da nicht vom Aussehen. Ich rede wirklich von euch selber, vom Charakter her. Was geht in eurem Kopf vor, was ihr als zu locker nehmt? Jeder hat so seine Ecken und Kanten. Und eure Ecken und Kanten sind eure. Und sind die wirklich so toll? Und wollt ihr da nicht einfach drüber hinwegspielen, nur um den anderen zu kriegen? Trefft die positive Entscheidung dafür, also für euch selber. Ihr Wagen, ihr wollt das doch alles immer im Gleichgewicht haben. Was kommt auf euch zu, beruflich und Finanzen? Im Zeitraum 7. Oktober bis zum 4. November, Sternzeichen Waage. Ich lege wieder aus mit beiden Händen. Und die rechte Hand wandert für euch auf mein Herz. Mit der linken Hand ziehe ich. Was kommt beruflich auf Sternzeichen Waage zu die nächsten 4 Wochen? Was könnt ihr für euren beruflichen Erfolg tun? Ist da eine Chance auf eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung? Was könnt ihr dafür tun, damit ihr die bekommt? Und wie enden die 4 Wochen für euch beruflich? Also, wir haben wieder die Flexibilität und wir haben die Kraft. Ja, Leute, das läuft doch. Also, Flexibilität wird gefordert und ihr zieht es knallhart durch. Sieht perfekt aus. Chance auf Beförderung, Gehaltserhöhung, aber auch das neue Aufgabengebiet kann sein. Also, dass ihr in eurer Firma einen neuen Bereich betreut und bekommt. Ja, und der Gehängte, seid realistisch, weil es bedeutet auf alle Fälle mehr Arbeit, mehr Verantwortung. Und wie ändert das? Ihr seid noch am Lernen. So, das sind die Grundbedeutungen. Aber hier, Wheel of Fortune ist das Rad des Schicksals, also die Flexibilität. Was kommt auf euch zu? Ihr sollt flexibel bleiben. Das heißt, da kommen Aufgaben auf euch zu, die nicht immer so sind wie die Wochen vorher. Was könnt ihr dafür tun? Mit Kraft rangehen und Energie. Konzentriert euch drauf, fokussiert euch drauf und dann erledigt sich das alles fast von alleine. Die Chance auf eine neue Stelle ist auf alle Fälle da. Gehaltserhöhung, Beförderung, neue Stelle. Ihr solltet aber mit euch selber realistisch umgehen. Ist der Aufwand es wert? Also beispielsweise ein Arbeitswechsel, Arbeitsstellenwechsel, Aufgabenwechsel. Es ist ein Lernen. Es ist ein neuer Bereich, es ist was Neues, was ihr noch nicht so kennt. Also muss man dafür lernen, um da hineinzuwachsen. Und da müsst ihr realistisch sein. Ist es das Geld? Ist es die Zeit? Ist es das Aufgabengebiet, das euch interessiert? Ist es wirklich so, wie ihr euch das vorstellt? Seid realistisch. Redet es euch nicht schön auf gut Deutsch. Und der Lehrling sagt nichts anderes wie, ihr geht darin auf. Es ist was Neues, was Tolles, was Aufregendes. Und immer das Gleiche ist doch langweilig. Und der Lehrling, der Magier, möchte lernen. Der möchte was Neues. Der möchte neue Gegenden erkunden. Sei es jetzt in der Arbeit oder privat. Das ist egal. Aber hier haben wir die Arbeit. Das ist was Neues, was euch da angeboten wird. Und es kann genauso gut eine Schulung sein. Oder eine Weiterbildung. Macht's es. Macht's es wirklich, weil hier der Realismus, es stehen euch ja alle Wege offen mit der Welt. Die Welt ist ja die ultimative positive Karte für mich mit der Sonne und dem Stern zusammen. Da gibt's nichts Negatives. Da gibt's wirklich nichts Negatives, außer ihr müsst realistisch sein. Das Neue kommt, wäre da, ist es das, was ihr wollt. Und dann müsst ihr dazu lernen. Dann müsst ihr einfach neue Wege gehen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Ausblick geben auf die nächsten 4 Wochen. Über Kommentare, Likes und Abos freue ich mich sowieso. Wenn ihr selber einen Termin haben wollt, den Link packe ich euch in die Beschreibung für den Kontakt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Video.